Sonniges Wetter hier. Die Fahrer beziehen gerade ihre Startplätze. Hier der Williams. Mit einem Startplatz in den letzten Reihen wird es schwierig, sich durchzusetzen. Und hier sehen wir den zweiten Williams. Mit einem Rennstart aus der zweiten Hälfte der Aufstellung muss einiges an Boden gut gemacht werden. Die Teams sind startklar. Los geht's mit dem großen Preis von Italien. Die Ampel ist aus und los geht's. Ein Dreher! Da ist die Wiederholung. Gut, da ist der Ferrari. Der Wagen direkt ins Schleudern. Was für eine Katastrophe! Kontrolle verloren und da ist der Dreher. Sehen wir uns das genauer an. Hier sehen wir jetzt Max Verstappen. Und das, ja, das. Use DRS.
Hat sich da etwa jemand gedreht? Sehen wir uns die Wiederholung an. Aufgepasst, da ist der Wagen von Alonso. Oh je! Yeah. Das war ein Überholmanöver von Williams. Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht.
Da ist ein Wagen von der Linie abgekommen. Ferrari rückt um eine Position vor. Die Räder blockieren und der Wagen fährt geradeaus. Sehen wir uns das mal an. Dann schauen wir mal. Hier ist George Russell. Und schon blockieren die Räder. Das hätte fast das komplette Aus bedeutet. Das ist ein Herr. Ein gutes Überholmanöver von Alpine. Fast das Loch. Okay.
Ferrari hat gerade einen Platz aufgeholt. Alpine hat sich gerade verbessert.
Debüt von ihm machen. Copy. Ist everything okay? Box. Copy for box. Fernab der Linie. Very good. Left arm out good. Left arm out good. Yes. A-firm. Haben die Räder blockiert?
Soeben hat Williams eine neue Position gut gemacht. Sehen wir mal, was da passiert ist. Und jetzt aufgepasst. Das ist der Moment mit Albon. Jemand ist von der Linie abgekommen. Thank you.
als hätten sie einander touchiert. Da ist die Wiederholung. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Haas. Meine Güte, das ist eine böse Kollision. Das war ein Überholmanöver von Williams. Die Räder haben wohl blockiert. Sieht nach einer guten Aktion für Williams aus. Alpha Tauri hat einen Platz aufgeholt. Oh, weit ab von der Linie. Focus and push. Yeah, copy. Flag. Hey. So let's check the flags. I'm very sorry about that. We'll come back stronger next weekend. When you stop, it will be P1. Wait 5 seconds and then P0. Was für ein Vergnügen, Alex Albon auf der Strecke zuzusehen. Und ein wirklich tolles Resultat. Eine beeindruckende Vorstellung von Williams. Vollkommen richtig. Was für ein schöner Tag auch für alle Fans des Teams. Und am Ende des Wochenendes finden sie sich auf dem 6. Platz der Konstrukteurswertung wieder. Reisen Sie mit uns zum Marina Bay Circuit und erleben Sie ein atemberaubendes Rennen in den Straßen von Singapur.